Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 2. Ach, hier gibt es noch so viele unerforschte Planeten, aber ich glaube, wenn ich jetzt schon wieder zu Beginn der nächsten Folge anfange zu scannen, werdet ihr mich erschießen. Wir gehen nach Corlus, den Kroganer rekrutieren. Corlus nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-System ein. Zivile Bereisende sollten vor einem Besuch professionelle Sicherheitsleute einstellen. So, wen nehme ich mit? Garrus wahrscheinlich. Garrus und Morden. So, zwei Punkte habe ich noch, aber die kann ich nicht mehr vergeben. Garrus. Kriegt das hier. Und ich habe meine ausgegeben. Gruppenwaffen. Ja, die nehme ich mit. Genau, die Carnifex nehme ich mit. Bogenprojektor. Raketenwerfer, Avalanche, Kryomunition, Granatwerfer. Der Bogenprojektor ist einfach das Geilste. Morden. Locust, genau. Keine Ahnung, ob Okir freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Ich gehe hier nicht mit meinem Bogenprojektor. Da ist wohl jemand sehr von seiner eigenen Stimme angetan. Konzentriert bleiben, wir suchen einen Kroganer Warlord. Blue Suns Anlage infiltrieren. Beobachtungsposten für den Kampf ausgerüstet. Ah, ausgezeichnet gezielt. Scheiße! Treffer! Jeder Schuss ein Treffer. Was kann mir der Söldner sagen? Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Iskerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde ihnen gar nichts sagen. Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jadot hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt! Außenposten 4... Jador will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jador gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Haben Sie Okir gesehen?
Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Nicht nur verletzen, auch noch beleidigen. Wortwörtlich. Notwendig. Vielleicht auch nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Ausbildung ist Teil Ihres Vertrags. Wenn Sie versagen, wird er aufgelöst. In jeglicher Hinsicht. Bleiben Sie. Wachsam bleiben. Hier. Viel Spaß. Was? Viel Spaß? Morden ist halt auch schon gefährlich. Fuck, daneben. Schild ist unten. Ach, scheiße. Und unten bleiben. Okay. Hätte lieber Rückenwind. Guter Sch... Oh, der steht noch. Jetzt steht er nicht mehr. Dachte, ich habe die Medigel gegeben. Team 4, hören Sie mich? Team 4 nach rechts. Hä? Der war voll drauf. Der war voll drauf. Und im Lauf. Das müsste ausreichen. Scheiße, keine Munition mehr. Schießt mir jetzt der noch. Nächste. Die Kroganer können Ihnen als Beispiel und als Warnung dienen. So wild sie auch sein mögen, als Fehlschlag sind sie entbehrlich. Genau da. Greife Feind an. Ausbildung präsent. Feuer auf die Kroganer einstellen. Feind ist los. Wir haben den Komplex. Wenn sie nicht umgehend umgelegt werden, gibt es für niemanden einen Wurf. Zeig dich. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Vier ist einer ist erledigt. Sie sind anders, neu. Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Nachtzyklen? 7 Tage? Sie züchten sie offensichtlich in voller Größe und bereit zum Kampf. Wenn sie ausgebildet werden müssen, wäre das keine große Verbesserung gegenüber normalen Söldnern. Gezüchtet, um zu töten. Nein. Ich töte, weil mein Blut und meine Knochen mich dazu treiben. Aber deshalb wurde ich nicht aus der Glasmutter gespült. Überleben ist das Wort, das ich in meinem Kopf höre. Den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich erwacht bin. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier.
Sie gehören angeblich zu einer Söldnerarmee. Erinnern Sie sich an Jedor? Ich kenne den Namen. Er macht mich wütend. Und ich muss lachen. Es ist kein Name, den wir singen werden, wenn wir marschieren. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich habe es oft gehört. Wie können Sie sprechen, wenn Sie erst eine Woche alt sind? Da war ein kratzendes Geräusch in meinem Kopf und daraus wurde die Stimme. Sie hat mir beigebracht, was ich brauchen würde. Gehen, sprechen, schlagen, schießen. Dann sagte die Stimme, dass ich nicht perfekt bin und der Unterricht hörte auf. Und jetzt bin ich hier. Interessant. Aufgezogen und dann zurückgewiesen. Kontrollgruppe? Fehlschlag? Ich weiß es nicht. Aber ich bin nicht perfekt. Okias Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr. Aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Ein Zuchtprogramm, um die Effekte der Genophage zu überwinden? Entkommen? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Wodurch haben Sie die Stimme enttäuscht? Ich weiß es nicht. Es wurde entschieden, bevor ich die Tankmutter verließ. Ich war nicht perfekt. Wenn der Söldner recht hatte, ist der Kroganer anfällig für geistige Instabilität. Davon weiß ich nichts. Aber ich bin nicht perfekt. Ich habe Sarens Heilmittel zerstört. Wie kann Okir erwarten, dass diese Kroganer die Genophage ignorieren können, wenn er sie nicht heilt? Unsicher. Vermutlich irrelevant. Okir hatte anscheinend keinen Erfolg. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Rohe Gewalt. Zentraler Aspekt der Kroganer. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Kroganer Blutrausch. Für die Kroganer überall eine... ist der Blutrausch. Man kann sich hier kaum bewegen. Wachsam bleiben. 2000 Credits. Ja, das ist doch nice. Sie sind frei! Rennt um euer verdammtes Leben! Sie sind alle frei! Direktes Organtrauma. Auf Nahkampf vorbereiten! Ach stimmt. Vergesst immer, dass ich auch so einen Schuss habe. Das hat gesessen! Ich gehe aber trotzdem mal auf meine... auf der linken Seite. Du wirst... Au. Das kommt jetzt gerade recht. Zeit zum Sterben. Ein bisschen mehr brauchen als das. Ah, die ist nur zerbrechlich, aber dich explodiert. Schilde sind ausgefallen.
toll funktioniert die Kryo-Munition, Morden. Das kommt jetzt gerade recht. Oh, da ist noch einer. Nein, die ist kaputt gegangen. Obviously. So, mal eben schnell speichern. So, unten Kontakt. Widerstand. Sehr schön. Jo, da geht's ein Stück runter. Kogana auf 6 Uhr! Antworten Sie, verdammt! Wo sind Jador und Ihre Leibwächter? Das nehme ich mit. Präzisionsgewehrschaden, sehr schön. Ich darf wohl nicht speichern, weil dort ein Kampf tobt. Ja, bei 2 Schüssen in den Kopf sollte man auch irgendwann umkippen. Guter Schuss. Einen habe ich noch. Taktisches Vorrücken. Okay, taktisches Nachladen. Jetzt vorrücken. Einer weniger. Meine Schilde sind unten. PDA. Ja, Starting. Oben in der Mitte weiß. Oben links weiß. Grün schräg. Gut. 4000 Credits. Gut. Und damit beende ich die heutige Folge mal wieder. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.